Spektakulärer Rettungseinsatz mitten in der Leipziger Innenstadt. Am Donnerstagnachmittag retteten Spezialkräfte der Feuerwehr einen Menschen aus 65 Metern Höhe. Ja, gegen 3:30 heute wurden wir durch unsere Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, integrierte Regionalstelle, gerufen, dass es hier einen Unfall gibt auf der Baustelle, dass ein Kranfahrer dort oben wohl Kreislaufbeschwerden hat und nicht selbstständig wieder herabsteigen kann. Deshalb wurden wir erstmal gerufen. Sogar in 65 Meter Höhe hier ist die Krankabine, die Krankenkanzel. Wir sind hier mit der Höhenrettungsgruppe hergekommen. Dort auch ein Notfallsanitäter mit drauf, der dort den Vorstieg gemacht hat mit den anderen Kollegen, um sich den Patienten oben erstmal anzuschauen. Vor Ort war auch ein Dolmetscher, weil er nicht ganz gut Deutsch sprechen konnte, was aber für uns kein Problem darstellte. Die Bergung erfolgte ohne jegliche Zwischenfälle. Der Kranführer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei nach Angaben der Feuerwehr stabil. Kein alltäglicher Einsatz, aber dank der Höhenrettungsgruppe der Leipziger Feuerwehr absolut stemmbar. Die Spezialeinheit gehört zur Feuerwache in Groß-Tschocher und sei auf solche Szenarien immer gut vorbereitet.